Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Quest 1. Die Frage ist jetzt, wo wir hingehen? Können wir mit ihm reden? Sollten wir mit ihm reden? Eigentlich sollte man nicht mit ihm reden. Wir machen es trotzdem mal. Halt! No one is allowed to access to the captain's personal escape pod. In fact, come to think of it, I am not even sure the captain has access to the captain's personal escape pod. Okay, sure, but just don't text this green brain cells. Okay, da geht's auf jeden Fall dahin. Das ist die Frage. Wo gehen wir hin? Gehen wir hier lang? Können wir mit ihm auch reden? Oh, der ist salutiert. How are you doing, son? Son, sir? Just run down your spin, as you realize he has no concept of the word son. Wir gehen weiter. Voll cool, der salutiert. You were on the wrong level to do that. Okay, da haben wir auf jeden Fall mal eine Sackgasse. Oh, da haben wir die gefürchteten Dings. You don't really like the way the red floor and green walls clash, but all in all, it's a pretty nice looking room. Okay. Ja, da kommen wir nicht weiter, wir kommen nur da weiter. Aha, kommen wir hier lang. Ah ja. Da kommen wir auf jeden Fall runter, denke ich. Und hier ist ja mal hier. Alles klar. Was passiert, wenn wir da durchgehen? Wo kommen wir da hin? Oh, kompliziert, kompliziert. An intensive beam of energy. Wow, das ist der Star Generator. Shababonga, Wilco, this is it. It's an unimaginable powerful star generator which must not at any cost be allowed to remain in the hands of the evil Sirens. But you know that, right? This is the biggest, toughest, not to mention ugliest Sirian guard you have ever seen. At present he is diligently guarding the star generator from intruders such as yourself. He is rearing some sort of gadget in his belt, but from here you can't tell what his purpose might be. Lieber mal speichern. Reden wir mal mit dem. This is a guy of few words, none of them for you. If you touch him, he might touch you back. Ja, okay. Kommen wir da auch weiter raus? Nee, da geht's anscheinend nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Alles klar. Warum der Ton jetzt weg ist, habe ich keine Ahnung. Was ist das hier? Aha, da können wir uns einfach eine Sitzecke, ist es anscheinend. Soft. Okay. It's either a mega frequency wideband battery for Grammy Analyzer Module or one of these rarely old table model radios. Hör auf, immer so salutieren. Hier geht's hoch. Wir haben jetzt zum Glück keine Zeitbegrenzung mehr wie bei unserem Schiff. Ein Reinigungsroboter. Room is ready. The clean droid waits for something useful to do. The droid does not speak to you. It's possible you've been snapped. Okay, mit dem können wir nichts machen. Hier kommen wir aber die Brücke.
Oh, wo sind wir jetzt? Oh, welcome to the weapon dispensary, I guess. I've got an IQ of 5000, but they feel I'm only good enough to fetch weapons, like some whimpering puppy dog. You have to show me your ID card, so I can scurry off you fetch your weapons. Why they don't just wire me into the ship systems, so I would know who you are without an ID card is beyond even my sublime intellect. Wir brauchen eine ID-Card. Dann kriegen wir Waffen. Und ich glaube, eine Waffe wäre gar nicht mal so schlecht. Aber eine ID-Card. Die Frage ist, woher bekommen wir die? Von dir bestimmt nicht, oder? Nee. Ich glaube, da müssen wir erstmal wieder hochfahren. Hier ist unten scheinbar fertig zu sein. Da müssen wir erst später wieder herkommen. Wären wir also doch mal lieber oben geblieben. Aber man weiß es ja vorher nicht. So. Jetzt können wir hier runterfahren oder wir bleiben weiterhin oben. Bleiben wir mal weiterhin oben. Nein, wir gehen runter, weil da oben geht's nicht weiter. Wo bekommen wir so eine blöde ID-Card her? Na, da geht's auch nicht weiter. Mhm, das ist noch ein Fenster nach draußen, alles klar. It looks like some kind of cartridge reader. My way, the cartridge you have will work in it. Ah, da können wir also nochmal das Ding anschauen. Aber ich glaube, das bringt nicht wirklich was, das nochmal anzuschauen. Wir können es aber mal probieren. Aber eigentlich haben wir es schon gemacht. Aber falls wir es in der einen Dings vergessen hätten... Wir haben ihn auch dabei. Gut. Wenn wir es vergessen hätten, könnten wir es uns da nochmal anschauen. Ah, hier sind wir also jetzt. Hier geht's raus. Bei uns fehlt immer noch die ID-Card. Ha. Hätten wir vielleicht... Oh, ich habe eine Idee. An dem einen Wächter, sein Gürtel hing doch irgendwas. Und er hat gesagt, er weiß allerdings nicht was. Hätte es sein können, dass das so eine ID-Dings wäre und wir hätten das uns kaufen, nicht kaufen, klauen können? Weil hier unten geht es eigentlich definitiv nicht weiter. Und da drüben war ja auch nicht wirklich was. Dann probieren wir mal, ob... Ach, was hieß doch, der Untouched. Hm. Nee, das kann also doch nicht sein. Some sort of gadget on his belt. Nee. War also doch nicht das Dings. Leck mal an ihn. Verdammt, also war das doch nicht das Ding. Ich hätte jetzt gedacht gehabt, das Gadget wäre genau das, was wir bräuchten. Verdammt, aber dann braucht man die ID-Card. Das ist jetzt das Problem. Woher bekommen wir eine blöde ID-Card?
das was mit dem Roboter zu tun hat. Ich weiß es echt nicht mehr. Bevor wir da hochgehen. Weil der Roboter wollte doch unbedingt eine ID-Card haben. Warte mal. Was ist das da? Da haben wir eine ID-Card. Ich habe noch nicht gesehen gehabt, dass da was rausgefallen ist. Ich Idiot, ich. Ja, egal. Jetzt haben wir einen. Jetzt kommen wir wieder zurück. Hätte ich mal besser aufgepasst. Was sagt eigentlich die ID-Card? In the pocket of this ugly outfit is a Saren ID-Card. The name on the card is Batson Freem. You wonder if this is a common Saren name, and if it is, you are glad you are not Saren. Ja, wir sind also froh, dass wir nicht Saren sind. Kein Saren sind, wenn das ein normaler Sarianischer Name ist. Ja gut. Wie wenn Roger Wilco besser wäre. So, auf zur Waffenkammer. Mann, ist der massig. Ja, ja, kennen wir schon. Ich zeig dir mal mein ID. Oh, how clever, you have an ID card. And, oh my, what a lovely photo of a pre-proto organic bat you have too. I guess I'll use my vast resource to fetch your silly weapon for you. Please wait here if you can handle such a simple command. Oh, man, oh, man. Oh. Kommen wir jetzt an diese Dinger daran? Solange der weg ist. You can carry only one granite at time. So, schnell wieder hier durch. Na, ah, das war aber gerade im letzten Augenblick. So. Wir haben eine Granate. You have a small, innocuous looking granite. Und wir haben a pulsary laser pistol. Remember, this isn't a play toy. Ja. Gut, ich weiß noch, was ich mit der Granate machen muss. Wir sind hier oben, der ist da unten, der ist im Weg. Ich weiß bloß nicht mehr, warum kann ich mir die Pistole nicht nehmen, weil er wahrscheinlich schneller ist als wir. Jedenfalls erledigt. Dann runter zum Star Generator. Du stehst im Weg, Soldat. Dort können wir die Selbstzerstörung einschalten. Wow. Roger. Liegt nicht einfach so rum. Oh, ouch, auch noch drüber gelaufen. Du Idiot. My, aren't you the clumsy one? Because of your inability to walk without falling on your face, your helmet has been collected by the Trestruid. Now you've blown your cover. The Sarens are sure to shoot first and ask questions later. Ja, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Waffe, ja. Und dann müssen wir... Oh no! Die Sarens schneller ziehen als... Uff. Gut, dass er beim ersten Mal daneben geschossen hat. 181 von 102, 201.
Ja, wir sind relativ am Ende, glaube ich. So, hier sind wir erstmal sicher. Was hat denn der gehabt an seinem Gürtel? Eine Remote Control, eine Fernbedienung. Nimm mal mit. Ich glaube, ich weiß auch. You remove the device from the guard's belt. It looks like you have found a remote control that turns off the force field around the star generator. Und ausschalten, bitte. Was ist das? Ach, das ist er doch. Ach, das geht so nicht zu machen. You press the stud on the remote and the force field around the star generator begins to deplete. So. Gut. Och, nennen wir einfach mal gut. So. A receptor smoke of remote. Ja, genau. Wir müssen das Ding hier wahrscheinlich. You don't have time to stop and touch. Ja. Ich muss doch das Ding eingeben. Oder muss ich den Cartridge damit benutzen? Nee. Was ist das hier? Ach, das ist nur das der Rezeptor. Wie können wir den Dinger jetzt halt ausschalten? Ach, wir müssen einfach hinlaufen. Klasse. Ich versuche es die ganze Zeit zu benutzen und nichts geht. Dabei müssen wir einfach noch hinlaufen. 1, 2, 8, 6. Enter. Self-destruct engaged. Have a nice day. Ja, das musste ja sein. So, wieder einmal sind wir auf ein Schiff und haben hier eine Selbstzerstörung aktiviert. Yay. Wir haben 5 Minuten, um zur Fluchtkapsel zu kommen. Gut, das hat geklappt, aber auch nur beim zweiten Mal. Ich schieße genauso schlecht wie die. Wow! Wow! Vielleicht schieße ich doch besser als die anderen. So, jetzt kommen wir doch hierher. Da hat doch der Captain seine Fluchtkapsel. Da, das hier ist. This is definitely some sort of a thing. Also es ist irgendetwas. Irgendetwas. Und da haben wir wahrscheinlich die Captains Escape Pod, Rettungskapsel des Captains. Rein mit uns. Und weg. Kaboom. Haha. Roger Wilco, we, the people of Xenon, extended your limitless, unprecedented and eternal gratitude for your acts of heroism. Because of your bravery, the planet Xenon, and indeed the entire galaxy, has been saved from domination by the evil, not to mention ugly, Xerians. It is my honor to present you with a coveted Golden Mop, a symbol of pride and a compliment to members of our estimated profession. Henceforth and for all the time, you will be known as Hero of Xenon. Der goldene Besen haben wir bekommen und werden immer verehrt als Held von Xenon. Well, Roger, you did it. You saved the galaxy. Received your profession most noble. Wait a minute, there wasn't any girl, sorry. Well, you got the mop anyway. From now on, Xenos, your oyster. Ach, das ist so schnell, Mist.
Das ist leider zu schnell gelaufen, um es vorzulesen. Da bin ich nicht hinterhergekommen. So, und das war Space Quest 1. Habe ich jetzt in einem Zug durchgespielt. Aber man muss auch sagen, es ist kein besonders sehr langes Spiel. Ich glaube, von der Länge her kommt es tatsächlich mit King's Quest 1 ran. Ich glaube, ich habe für beide 8 Folgen gebraucht. Also länger in etwa das Gleiche. Eine sehr coole Reihe, die Space Quest Serie. Wobei ich den nächsten Teil, Space Quest 2, noch gar nicht kenne. Da gibt es auch ein Make-up, nicht ein Make-up, ein Remake von dem Spiel, das wir spielen werden. Ja, und die anderen einfach klasse. Ich glaube, mein Lieblingsteil von Space Quest war immer noch der 5. Teil, wo man sein eigenes Schiff kommandiert. Aber ich will nicht vorgreifen, dazu kommen wir alles, dazu kommen wir noch. So, dann sag ich mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich rede jetzt gerade nur noch einen Scheiß, ich bin total verwirrt irgendwie. Egal. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei Space Quest 1 gehabt und ihr bleibt weiter bei den Let's Plays, wo ich mache, dran. Wie gesagt, im Moment machen wir die Sierra-Spiele durch. King's Quest, Space Quest, Police Quest. Ich glaube, die 3 Serien wollen wir durchmachen. Komplett. King's Quest waren es 8 oder 9 Teile, ich weiß es gar nicht. Space Quest waren es 6 Teile und ein Fan-Remake. Police Quest 3 Teile und dann auch, der 4. Teil war... Hat nicht mehr in der Reihe richtig reingepasst, aber egal. Ich will nicht vorgreifen, ihr werdet schon sehen. Auf jeden Fall machen wir weiter die Sierra-Spiele und thank you for playing Space Quest 1. As usual, you've been most entertaining, wie auch immer. Gut, dann würde ich hier mal Schluss machen und sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Hoffe ich jedenfalls mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, damit ihr das angeschaut habt. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.